So, willkommen zurück bei Far Cry 3 Blood Dragon. Wir waren da in der Höhle. Tja. Wir sollen Kontakt vermeiden. Alter, was habt ihr da gemacht? Wow, cool! Ist eine geile Höhle. Wow, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, kann er springen? Ja, er kann springen. Er kann nur nicht rennen. Man kann also runterfallen, deswegen kann man da wieder hoch. Okay. Was zum Teufel macht ihr da? Da ist eine Kiste. Soll man da runter? Ich gehe mal runter. Weil man kommt da ja wieder hoch. Was bist du? Achso, das ist nur so ein. Die wird mir sicher helfen irgendwie. Ja, kannst du da irgendwie klettern oder. Ah, ja, okay, okay, okay. Ja, ich kann klettern, okay. Da sollte noch eine Kiste sein. Ist die draußen oder drin? Die könnte da oben drauf sein. Okay, 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 okay. Komme ich da irgendwie hoch? Ich weiß, man sollte anders hochgehen, aber geht ja alles. Was zum Teufel? Collectible. Ja, das ist nicht du. Wow, geil. Warum? Was zum? Was ist das für ein blauer Schleim? What? Alter, Scheiße. Oh, hallo. Mahlzeit. Ich gehe wieder zurück. Hallo, ich darf wieder. Dr. Darling erwähnte ihre mangelnde Sehkraft. Trocken scheint angebracht. Die Kreatur verströmt Biostrahlung. Der Scanner ist nun so kalibriert, dass er ihre Gegenwart meldet. Die Drachen hören sie, wenn sie nicht in der Hocke sind. Okay. Wo ist mein Freund da oben hin? Ja, friss nur weiter. Wo, wie geil. Oh Gott, ist da drüben ein Zweiter. Genau, hier gibt's nichts zu sehen. Nö, nö, geht nur weiter. Polizeiliche Anordnung. Wie geil. Kann man das schon? Ja, kann man nicht. Okay. Ah, okay. Das Ding steht mir im Weg, verdammt! Was jetzt? Ich bemerke erhöhte olfaktorische Fähigkeiten. Werfen Sie Cyberherzen, um den Drachen wegzulocken. Ah, wie wird denn genommen? Schütte mir dein Herz aus. Ah, da, okay. Ziel, den markierten Aussichtspunkt erreichen. Ich empfehle, weitere Cyberherzen zu sammeln. Ja, aber dann. Hi! Oh, das ist mein Haustier. Oh, da kommt wieder zurück. Okay. Da drüben gibt es Cyberherz. Da gibt es Cyberherz. Hi. Da drüben müsste nur einer sein, laut Karte. Ja. Ich will da hin, ich will die Herzen sammeln. Da hinten gibt's auch Herzen.
Ich will sie alle. So, jetzt wirf keine Pokéball. Ich wäre ein cooles Pokémon. Warte mal. Nee. Okay. Die Drachen hören sie, wenn sie nicht in der Hocke sind. Ja, aber ich bin weit genug weg. Vergessen Sie nicht. Der Schildschütze ist mit Inhalt von den Drachen. Aber er hält nicht deren Fusionslaserschüsse ab. Deren was? Hallo? Was ihr jetzt nicht sogar? Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz an die von mir markierten Orte. Zur andere Tasche für Kram? Ja, geh jetzt auf. Ja! Pikachu, ich will dich! Heilige Scheiße! Hyperstrahl! Ja, wie müde! Oh Gott! Omega-Force-Soldaten sind gerade angekommen. Ich sollte gar nicht hier sein. Oh nein, sie holen sich die Wissenschaftler. Hauen sie ab! Nicht, wenn sie es mit Sloan aufnehmen. Warum haut ihr? Durchsuchen sie die Festungsanlagen nach Ausrüstung. Ich habe in dem Bunker Waffen lokalisiert, die sie nutzen können. Kann ich jetzt aufstehen? Ja, ich kann sogar springen. Ja! An Bogen. Mission: Cyborg-Sicht nutzen, um Gegner in der Basis vom Ausguck zu markieren. Gastgeschenke. An Bogen. Der ist ja sehr unauffällig. So wäre nicht durchschießen können. Wie geht er nochmal? Y? Okay, da ist er. Okay. Missionsziel: Sie können Garnisonen auf mehrere Arten sichern. Töten Sie alle Gegner selbst, locken Sie Drachen zum Haupttor oder deaktivieren Sie die Megaschilde. Dadurch werden automatisch Drachen in die Garnison gelockt. Oh, vielleicht können Sie auch... Verdammt nochmal, halt's Maul, Hart. Ich mach, was ich will. Verstanden. Denken Sie nur daran, dass es zwei Wege gibt, die Megaschilde zu deaktivieren. Entweder an der Konsole oder direkt am Generator, der sich zerstören lässt. Bla bla bla, töte bla bla bla. Ja, genau. Halt deine Goschen. Yeah. Aha. Ja. Okay, da ist nicht. Falsche Seite, Entschuldigung. Ah, da gibt's eine Waffe, guck mal. Ah, da kann man also runtersliden. Ah, alles klar. Da kann man auch runtersliden. Ich glaube, ich verbinde. Ja, falsche Seite, warte, was? Kack drauf. Na los! Hol die Fleischi! Hol die Stückchen! Hol die Stückchen! Ham, 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 ham! Yummy, yummy, yummy! Funktioniert das überhaupt? Er wird rot. Nee, er ist noch orange. Heute sehen wir was. Schöne Sache. Doc, sind Sie in Sicherheit? Bin ich. Gleich wird es sicher blutig und laut. So ein Zufall. So wollte ich meine Kinder nennen. Was muss ich dort tun? Destroy. Okay. Okay, der ist ja hinter mir. Oh nein, 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 nein. Klar. Da runter da. Yeah, meets, meets. Geh runter. Was? Hasso.
Ich weiß nicht, wie man es zerstören kann. Das muss erst rausziehen. Ich bin ja erst am Anfang. Wie viel habe ich noch? Fahren. Hasso! Fass! Kannst du da bitte unten bleiben? Hier, Mietz, Mietz. Komm, Mietzi! Achso, was? Ich muss rausfinden, wie man den Scheiß da zerstört. Garnisons-Megaschilde deaktiviert. Ah. Alles klar. Man muss also C4 rein. Nein, nicht auf mich. Hasso? Nein, Hasso. Stopp dich da unten aus. Hi, Hasso. Okay, ich hab da schon was gesehen. Beep, 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 beep. Okay, ich schau mal. Okay, das ist... In ihm steckt noch mehr. Ziemlich genau, okay. Was kann man da oben noch tun? Erinnerung. Sie können Cyberherzen benutzen, um den Drachen aus der Garnison zu locken. Ihr wollt nochmal... Reaktiviere Megaschilde. Was zum? Das wollte ich nicht. Also man muss erst wieder außen locken. Okay. Es scheint vorbei zu sein, Sergeant. Dann sollten wir uns mal treffen. Schicken Sie mir Ihre Koordinaten und ich komme. Koordinaten empfangen. Missionsziel, Treffen mit Dr. Elizabeth Darling. Gut, dann machen wir die Mission weiter. Wo war das? Da hinten. Renn, du schnelle Sau. Komm. Missionsziel erreicht. Sind Sie okay? Ja, vielen Dank. Was sind das für Dinger? Wir sind nicht sicher. Vielleicht lebende Fossile aus der frühen Kreidezeit. Wir nennen sie Blutdrachen. Oder kurz BDs. Als Sloan ihr Blut getrunken hat, hat er seine Kybernetik überladen. Er hat ihr Blut getrunken? Ist das ein Witz? Nein, Sergeant. Wenn's einer wäre, dann ein schlechter. Das Blut hat Sloan überladen und ihn noch stärker gemacht. Und sehr hässlich dazu. Warum helfen Sie Sloan? Und was hat er mit der Rakete vor? Sergeant, beruhigen Sie sich, bitte. Mit den Raketen haben wir die biochemische Wirkung des Blutes beim Abwurf getestet. Raketen? Etwa mehr rote Speere? Wie viele? Ich weiß nicht, viele. Ich glaube, Sloan hat kein Interesse mehr an den Tests. Und ich will gar nicht davon reden, was es mit normalen Menschen macht. Hat er deshalb die Seiten gewechselt? Sergeant, Sloan war nie auf irgendeiner Seite. Jetzt hat er die Raketen und weiß, was er vorhat. Was ist mit der Nadel, Doc? Naja, dadurch werden sie mehr wie Sloan. Viel, viel stärker. Nur ohne die Nebenwirkungen. Nein, Doc. Niemals. Ich habe einer Lady einen Eid geschworen. Ihre Frau? Nein. Lady Liberty. Sie lehrte mich, dass Sieger keine Drogen. Ihre Sache. Also, Sloan betreibt drei geheime Einrichtungen, die alle für seine Operation wichtig sind. Ich schicke Ihnen die Koordinaten. Kontaktieren Sie mich, wenn Sie da sind. Dann gebe ich Ihnen alle Infos, die Sie brauchen. Okay, danke. Tschüss. Das klingt nach einem Plan, Doc. Was ist mit Ihnen? Sind Sie hier sicher? Ja, solange Sloan nicht merkt, dass ich Ihnen helfe. Viel Glück, Rex. Aha. Ja, Metal! Gut,
Geil, Wenn Sie eine Garnison wie diese gesäubert haben, werden Nebenmissionen an den Abenteuerkonsolen verfügbar. Ja, das ist mir doch scheißegal. Wir sollten die Fans nicht enttäuschen. Ziehen wir das durch. Was den ganzen Tag labert. Okay, das schau ich noch. Level up, was? Ja. New Skill. Schauen wir doch einmal rein. Also, man beginnt einfach mir noch. Okay, das ist mir alles noch egal. Alles klar. Skills. Ah, das ist das. Okay. Und der Rest interessiert mich nicht. Schön. Cool. Ja, okay. Damit würde ich noch sagen, bis. Klappe zu. Ich würde sagen, damit bis zum nächsten Video. Servus.